Andersnacht heute mit Hugo Egon Balder, der aber eigentlich ja Egon Hugo Balder heißt. Wusste man gar nicht, ne? Johann König ist dabei, der angeblich Plattdeutsch kann. Boss Hoss aus dem Wilden Osten und Bighorn Eichhorn und ein ganzer Haufen mauliger Rentner. Ich freue mich. Es ist eine wunderschöne Hamburger Nacht. Moin Jungs! Stimmung. Ich zieh mir nur die Strumpfhose noch kurz hoch. Ich sag erstmal Moin und oh, was ist das Join, dass ihr da seid? Dass ihr da seid! Hier im Schellfisch Posten kommt Bier auf meine Kosten, egal heu! Egal heu! Frau Müller, die ist da und der Schentikor ist da. Heute da, weil er kommt. Und wenn er sagt, er kommt, kommt er prompt. Heute ist die Nacht, in der Balder kommt. Zu Inas Nacht, ja, der Balder kommt. Bitte begrüßt mit mir aus Köln Hugo Egon Balder! Aber lieber Colonia, ich wohne in Köln, aber ich komme ja aus Berlin. Ich kann ja Mahlzeit. Danke, Jungs. Sehr gut. Ja, hier. Egon, ja. Herr Balder. Bitte. Was sag ich denn? Hugo oder Egon oder Herr Balder? Sag einfach, ey. Ey, du? Nee, das können wir nicht durch den Arm ziehen. Herr Balder ist so belegt. Herr Balder kannst du auch sagen. Kannst aber auch Balder sagen und mich duzen. Balder ist schön. Ja? Was machen wir? Was möchtest du trinken? Was habt ihr denn? Rotwein, Weißwein, Weißwein, Schorle, Bier. In der Reihenfolge. Oder was Hartes. Dann würden wir gerne. Nee, ich hätte Bier. Gern, ja, zwei Bier, bitte. So zwei, ich will nur ein Bier. Ich will auch ein Bier. Du willst auch ein Bier? Ja, natürlich. Ja, zwei Bier. Zwei Bier. Komm, wo, kommst du mit auf die Bank? Ich gehe hier durch. Ja. Warst du schon mal hier? Nee. Bist du viel? Das sind meine Fragen. Ach so, ich. Hast du jetzt noch gar nichts mit soll ich zu tun? Hin? Ja, ist egal. Irgendwo, ist egal. Setz dich einfach hin. Hier sitzen wir schön eng. Das gefällt mir auch. Schön. Hast du für eine fetzige Brille auf? Das ist eine richtige, das ist keine Sonnenbrille. Aber die ist so blau, da kommt man ja, hat man schon nee, das Gefühl, man hätte schon Alkohol gehabt. Nee. Schönes Licht, ne? Ja, ja, ganz, ganz schön. Vielen Dank. Du bist ja wirklich so dünn, wie ich angenommen habe. Bitte was? Warst du immer schon ja, so dünn, so schlank? Schlank, schlank klingt gut. Warst du immer schon so schlank? Ich war immer schon so schlank. Obwohl du jahrelang jeden Tag Pommes mit Hamburger gegessen hast und... Heute noch. Jeden Tag, ne? Nicht jeden Tag, nein, nein. Aber ich habe gelesen, jeden Tag. Und dann hat es immer Wasser dabei und hat immer 59 gekostet und du hast immer 10 hingelegt. Und deine jetzige Frau hat damals, war damals die Bedienung. Die hat mich bedient, die war stocksauer. Die fand dich nicht schön oder so oder charmant, die fand dich einfach nur geizig. Richtig. Ist es wirklich so? Ist so. Und dann hast du sie zum Essen eingeladen? Habe ich. Und dann habt ihr geheiratet? Auch das noch. Jetzt ist sie deine vierte Frau. So sieht's aus. Gibt's noch eine fünfte, eine sechste? Wie sieht's aus? Gibt's eine Tendenz? Man soll nie sagen, ich bin ja nur jung. Unruhe an Tisch 1, woran liegt's? Hört ihr uns? Zum Wohl. Ach, wir wollen prosten. Prost. Prost. Die Norddeutschen, könntest du damit leben? Ja, natürlich. Ich finde ja Hamburg, für Hamburg ist großartig. Bist du denn oft hier gewesen? Ich bin oft in Hamburg, ja. Lass uns noch ein bisschen in der Vergangenheit rumwühlen. Das, doch, da musst du jetzt durch, nachher kommen. Nachher. Übrigens, wenn ihr Fragen an Hugo Egon Balder habt, ne? Es liegen Bierdeckel auf euren Tischen und auch Kulis, Kugelschreiber, und dann aufschreiben und wir holen die nachher ab. Alles, ihr dürft alles fragen, ich überlege dann, ob ich es vorlese oder nicht. Machen wir so, ne? Okay. Und du überlegst dann noch danach, dann, ob du beantwortest. Deine erste Rolle war doch, war das nicht im Fernsehen, dieser Feldmann, diese Handpuppe? Das war keine Rolle, das war einfach... Was war das? Das war so eine Musiksendung mit dem Sander. War das meine Generation? Kannte die das noch? Das lief 1984, so in dem Dreh. Oh, da war ich schon geboren. Warst schon geboren? Mhm. Konnte ich nur noch nicht gucken. Warum nicht?
Ach, nur so. Hatten wir, glaube ich, noch keinen Fernseher. Nee? Nö. Feldmann, und dann kam aber schon relativ bei Tutti Frutti. Da hast du gar keinen Bock mehr, drüber zu reden, oder? Hm. Können wir ja drüber reden. Kannst mich auch nach den Regeln fragen. Fragen sie ja alle. Wonach? Nach den Regeln. Hat ja keiner, von die, Tutti Regeln, Frutti? Keiner die Regeln verstanden. Ja, aber wenn wir das denn danach, wenn du es erklärst, auch nicht verstehen, dann lassen wir ja, das dann lass ich's. Ja, klar. Sag mal, und Musik, Birth Control? Ja. War dann auch noch? War das alles so gleichzeitig? Nee, Birth Control. Schiller-Theater plus nee, Tutti Frutti nein, plus nein, Birth Control? Nein. Birth Control war vor Schiller-Theater. Das war 68 bis 70. Und Schiller-Theater war von 73 bis 79. Und Tutti Frutti war von 90 bis 92. Wie du das alles im Kopf hast, wann was war? Ja, das war das Einzige, was ich im Kopf habe. Ehrlich? Was hast du für einen Schulabschluss? Ich habe Abi gemacht. Und dann direkt an die Schauspielschule? Nee. Da habe ich erstmal Kulissen geschoben im Theater des Westens. Das heißt, es hätte auch sein können, dass du so ein ganz klassischer, ernster Schauspieler wirst, nee, der so Warten auf Godot und so macht? Das hätte ich beinahe gespielt, ja. Nee, damals wollte ich das noch, aber dann hat sich schnell herausgestellt, dass ich nicht ernsthaft über irgendeine Bühne gehen kann. Mhm. Also ohne, dass irgendjemand lacht. Du bist Schlagzeuger und Klavierspieler. Aber nicht gleichzeitig, es geht schlecht. Hast du es mal probiert? Gleichzeitig? Ja. Ja. Geht hast du auch zwei Füße und zwei Hände? Na gut, dann kann ich unten trommeln und oben spielen. Könnte lustig aussehen. Ja, klingt aber scheiße. Und du hast das gleiche Schlagzeug gehabt wie Ringo Starr, weil du totaler Beatles-Fan bist. Mhm. Und jetzt gehen wir mal rüber und da singen wir noch mal ein bisschen was. Du hast nämlich, und das ahnt man ja was nicht. Was muss ich jetzt? Du kommst noch mit. Komm mit dem Bierchen mit. Können noch mal ein Who went up, she rises? Das ist dein Platz am Klavier. Machst du dir das Mikro selber ein bisschen hin? Bitte, was soll ich? Das Mikro, bist du eigentlich ein bisschen schwerhörig? Verstehe nicht, was? Wie alt bist du eigentlich, Hugo Egon? Halb zehn. Oh, ist ja toll. Mensch. Ist der Kai hier? Kai? Jetzt, nee, der ist nicht hier, der ist noch in der Kiste. Hast du mitgekriegt? Die haben auf deinen Gag einen Jingle gesungen. Ehrlich? Ja, das ist die höchste Auszeichnung. Ein lebendes Jingle finde ich aber auch geil. Ja. So, was soll ich jetzt machen hier? Jetzt machst du nämlich an die absolute Weltpremiere. Mit Kai aus der Kiste, vierhändig am Klavier. Klar. Schön. Und das Lied heißt wie? Seit wann hast du Noten von dem Titel? Achso. Wie heißt das Lied? Das ist ein ganz altes Lied von einer Gruppe Booker T and the MGs aus den Anfängen der 60er Jahre. Ist ein Instrumentalstück. Also gibt es noch gar keinen Text, den habe ich erstmal gemacht. Und heißt im Original Green Onions und bei mir heißt es Der Gemüsemann. Ja, dann nicht mal los. Wenn das jetzt nicht klappt, seien Sie mir nicht böse. Das war F-Dur, ne? Oder? Ja, weißt, genau. Er muss ja... Ach nee, er spielt. War das Schlagzeugspiel nicht viel toller, weil man sich keine Noten merken musste? Bitte was? Der ist schwerhörig. Der ist schwerhörig. Mach einfach weiter. Das hat man aber auch schon mal gehört, ne? Ich er bin der Gemüsemann. Ist der Gemüsemann. Jeden Tag biet ich Gemüse. Biete der Gemüse an. Seit kurzem bin ich Pate einer riesigen Tomate aus Marzahn. Genau. Ich bin der Gemüsemann. Ist der Gemüsemann. Auf dem Markt. Auf dem Markt. Biete ich Gemüse an. Da bietet er Gemüse an. Jede Zwiebel ist sensibel und da muss man ganz penibel an sie ran. Solo. Als völlig anderen Gegenstand. Genau. Nochmal so.
Schönes Lied. Ja, das ist ein schönes Lied, wenn das mal in einer riesen Gesangskarriere ja. gibt. Hat es denn gefallen Moment. Draußen? Ja! Hey, aber klar. Das sind meine Jungs. Menschenskind, du, die haben ja wirklich Pfeffer am Arsch. Habt ihr schon Bierdeckelchen aufgeschrieben? Setz du dich da mal rauf. Ich soll mich hier raufsetzen? Ja, ich hole mal eben die Bierdeckel. Toll, toll, toll. Oh. Guck mal, die Leute wollen viel wissen von dir. Komm mal rüber, jetzt tu nicht so steif. Komm mal rüber, hier mal rauf. Dass die Beine da hängen. Ach so. Ja, das bist du doch von zu Hause gewohnt, warst du oft genug verheiratet. Du weißt doch, wie es geht. Ich weiß überhaupt nicht, wie es geht. Haben deine Frauen dich kommandiert? Kommst du auch rauf? Haben deine Frauen dich kommandiert früher? Ja, natürlich. Heute auch noch? Immer noch. Und kannst du das haben? Brauchst du eigentlich so eine strenge Frau? Nee. Aber die sagt, wo es lang geht oder ja. eher eine, die nicht auffällt? Beides mal so, kommt drauf an, wie ich drauf bin. Und wo, also, das weiß die dann immer, wie ich habe ja auch immer so einen Chor vorm Fenster, der singt dann immer mit. Wenn ja, ehrlich, witzig, witzig und so. Applaudiert auch immer, wenn ich abends fertig bin. So. Du überlegst immer, ob du beantwortest. Oh Gott, der hat Tutti Frutti. Kannst du noch die Titelmelodie von Tutti Frutti singen und was war deine Lieblingsfrucht? Also, guck mal, das ist den Leuten doch sehr hängen geblieben, also, ne? Tutti Frutti, oder? Ja, so, singen ne? kann ich die nicht mehr so richtig. Ich weiß so, die Chin-Chin, da-di-da-di-da-di-da. Das kann ich noch. Und meine aber Chin-Chin war doch mal Chin-Chin. Das kam dann später. Also das war ein Teil dieser Musik. So. Und meine Lieblingsfrucht war der Wirsing. Ich habe das leider nie gesehen. Gab es einen Wirsing? Gab es einen Wirsing? Natürlich nicht. Gut. Guckst du dir noch gerne blanke Busen an? Steht? Entschuldigung, da. Guckst du dir noch gerne blanke Busen an? Ja, kommt drauf an, von wem. Kommt drauf an, von wem. Wir hatten das geschrieben. Singst du mit deinen Kindern? Ja, natürlich. Echt? Immer tiefer. Es war ein Wortspiel. Doch, wir singen schon, aber meine Kinder singen mehr. Also ich höre dann zu. Und hast du denn den gleichen Musikgeschmack? Wie alt sind deine Kinder? Die werden 8 und 7. Und meine Tochter mag so mehr so Highschool Musical und mein Sohn ist mehr Heavy Metal. Und wie fand dein Sohn jetzt so Birth Control? Das kennt er noch nicht. Ich habe mich da ein bisschen durchgehört. Und eine CD, ich meine, eine Platte hieß ja auch Krautrock. Mhm. War das auch, ne? Das Ganze wurde damals als Krautrock bezeichnet, die ganze Musik. Richtung. Und du warst da Schlagzeuger ja. und das war ja damals relativ erfolgreich. Und dann warst du aber gerade dabei und dann hatte der Bandbus einen Busunfall. Nee, kein Bandbus, ich bin mit dem Privatwagen. Mit und dann hattest du einen Unfall. Und dann hat deine Mutter gesagt, Junge, du hörst jetzt auf. Meine damit. Eltern haben gesagt, jetzt Schluss. Ja. So, und wie uncool ist man denn, wenn man dann wirklich aufhört? Ich wollte auch aufhören, ich hatte Ach so. Ach so, ich dachte, du hättest gesagt, weil Mama gesagt hat. Nee, ich war auch so weit. Das wäre ja sehr unrockenrollig gewesen. Und dann hat aber doch irgendwann Jimi Hendrix noch mit deiner Band auf dem Festival in Berlin gespielt, 1970. Und da warst du nämlich schon nicht mehr dabei. Da war ich nicht mehr dabei. So. Die war noch mit Ricky Shane irgendwo in Beirut. Da war ich Gott sei Dank auch nicht mehr. Hast du geweint? Ob ich geweint habe? Nein, die Bank da hinten kennt das noch. Die wollen wissen, ob er Ricky Shane war. Ricky Shane. War das nicht Shame, Shame, Shame? Was war denn noch? Nein, was oh der? Gott. Sag mal im Hit von dem. Mama Blue. Ah ja, Blue. Oh Mami, Mama. Ja, genau. Oh Mama, Mama Blue. Richtig, so war es. Mami Blue. Ah, Blue. Mami Guck mal, die können das nur alle mit sich. Ja. Man soll sie einfach nicht korrigieren. Nehmen Sie Drogen oder wie hält man es so lange mit Heller von Sinnen aus? Nein, sie nimmt Drogen. Ja, Nein, alles Quatsch. Nein. Nein, ich nehme keine Drogen und das geht mit ihr. Mhm. Ja, geht. Liebt ihr euch eigentlich richtig? Seid ihr richtig befreundet? Sie ist die Frau, mit der ich am längsten zusammen bin, ja. Und die dann am besten aushält wahrscheinlich. Ja. Aber du musst dann mit ihr auch nicht das Bett teilen, deswegen hält es vielleicht so lange. Nee, bis jetzt noch nicht, aber das wird auch nicht, glaube ich. Nee, jetzt nicht mehr, glaube ich auch nicht. Das muss die ersten 3 Wochen passieren, sonst glaube ich gar nicht mehr. Aber sie hat oft gesagt, es ist mir eine Freude, unter dir zu arbeiten. Also. Sind Sie reich? Das ist doch mal spannend. Was versteht man unter reich? Wo fängt denn reich an? Wo fängt reich an? Das geht schon los. Ich habe mit Geld nichts am Hut. Ich gebe es aus. Ich glaube, wenn man so 3 Millionen hat, dann würde ich sagen, jemand ist reich. Ich glaube, mit 3 Millionen kommst du halt nicht mehr so weit. Mit 3 Millionen nicht? Glaube ich nicht. Oh, guck mal, gucken Sie aber alle jetzt. Die ersten Tontechniker gehen schon nach Hause. Der Schenkikor ging auch ab. Wenn du 3 Millionen hast, sind 56% schon mal weg an Start. Hast du immer noch anderthalb. Gut, wenn du die gut anlegst, dann kannst du im Monat, wie viel Zinsen hast du dann im Monat? Rechnen wir mal schnell, hier der Banker. Ist er Banker da hinten? 150.000 im Jahr. Und du rechnest direkt schon mit, oder? Nee, 150.000 im Jahr gibt es keine Zinsen bei 1,5 Millionen. Das wären 10%. Wie viel gibt es denn? 5%. Und musst versteuern? 30% Kapitalertragssteuer, 80.000.
Entschuldigung, aber das müssen wir jetzt mal. Mich interessiert ich auch. Für uns alle jetzt. Wo wollen wir hin? 3 Millionen, 5 Millionen, 7 Millionen? Sag doch mal ihm bitte. Er sagt, wenn du 3 Millionen hast, bleiben dir 1,5. Was machst du vom Beruf? Ich bin bei der Bildzeitung Hamburg. Und trotzdem weißt du Bescheid, das finde ich toll. Das heißt, wie viel bleibt mir denn, wenn ich jetzt gar nicht mitrechne, ne? Und ich würde dich besuchen und sagen, hallo, ich habe 3 Millionen gewonnen. Dann würdest du sagen, das nützt dir nicht viel, weil dir bleibt am Ende nur... Ja, davon nur die Steuer und letztendlich, was du davon verzinsen kannst, mehr nicht. Aber von 3 Millionen, denke ich, kann man sehr gut leben. So, hast du gehört? 3 Millionen kannst du sehr gut leben. Jetzt willst du wissen, was ist sehr gut, ne? Was ist sehr gut? Nahrung, Fisch, Grundnahrungsmittel, Textilien, vielleicht mal Kaschmir. So, und wenn aber der Balder sagt, es reicht nicht, auch eine Yacht haben, dann sagen sie, dann wird's eng. Ja, für ihn, aber ich denke, mit 3 Millionen kann man ganz geschmeidig leben. Das ist okay. Wie heißt du? Dirk. Tag, Dirk. Der ist super. Finde ich toll. Ah, ich komme wieder. Hugo Egon, ich bin wieder da. Ich stelle schon mal auf dem Weg die nächste Frage. Färbst du dir die Haare? Nein. Ich muss mal gucken, ob ich das auch finde. Nee. Nicht einmal. Bist du, nein, du bist gar nicht grau irgendwie. Ja, hier geht's los so. An der Seite, aber ich färbe nicht. Ich habe noch nie gefärbt, beim Leben noch. Und sind die aber alles Tönung? Nein. Eine Tönung auch nein. Nicht? Nein. Die sind ganz gut so, ne? Man sieht auch hinten noch nicht, dass da so kreisrund sich schon so ein Ding bildet. Achso, ich kann ja das Teil mach wieder mal, setz dich ruhig. Mai, färbst du dir die Haare? Soll ich dir die Bierdeckel hier liegen lassen? Mach dich das an oder soll ich sie weg? Nö, auch das bin ich leidenschaftslos. Ist egal. Können Sie türkisch tanzen? Was kann ich? Oder russisch? So, jetzt aber mal. Und zwar so, wie du jetzt bist, los tanzen. Ich kann weder russisch tanzen noch türkisch tanzen. Ich kann überhaupt nicht tanzen. Ich will auch nicht tanzen. Oh. Guck mal, da kommen jetzt ganz viele Cowboys. Oh. Weißt du, wer das ist? Ja, natürlich weiß ich, wer das ist. Es ist Bossos! Jungs, ich freue mich. Wir es. Wo kommt ihr gerade her? Ja. Wir kommen vom Kajalsee, direkt hier angekommen. Vom Kajalsee? Ja. Ja. Direkt. Mhm. Nee, aus Berlin eigentlich. Aus Berlin, weil Tour geht erst wieder los jetzt, ne? Genau, wir sind heute hier und fahren heute Nacht nach Holland. Übrigens, Boss und Horst. Ich habe euch gesehen in der großen Freiheit. Und da habe ich gedacht, die Jungs will ich haben hier im Schellfischposten. Ja, gute Entscheidung. Und zwar, ja, das wusste ich. In dem Moment wusste ich, dass ihr passt hier genau rein. Ja. Die Mädels sind ja total abgefahren auf euch. Ist es wahr? Ja. Fällt euch das eigentlich noch auf? Wenn ihr so Konzert gebt, wie die da abfahren? Das sehen wir schon ab und zu. Ja? Ja, das wird uns nachher erzählt. Nehmt ihr auch mal welche mit nach Hause? Nee. Nie? Wir sind ja auf Tour, wir haben einen Bus, da passt ja nicht wieder rein. Also nie. Ist das ein Metallplektron? Das ist ein Metallplektron, das habe ich von einer guten Freundin, das ist eine Navajo-Indianerin aus Arizona, die hat das selbst gemacht. Warst du mit der im Bett? Nee, die ist irgendwie Mitte 40 und hat... Oh, guck mal, das nicht. Dankeschön. Ja. Danke fürs Gespräch. Nee, die ist Mitte 40. Sind die eigentlich ranzig oder was? Und hat drei Söhne. Das ist ein Argument. Jungs, wisst ihr, was ich gemacht habe? Nachdem ich euch in der großen Freiheit in Hamburg gesehen habe, ich gedacht, die kommen aus Berlin, die Säcke, und sind so sexy. Jetzt gehst du mal gucken, ob die Hamburger Jungs, ob die nicht vielleicht genauso sexy sind wie die Berliner Cowboys. Ich bin aber gespannt. Ja, dann guck mal. Wow. Da, wo, wenn ich hier, findet man sie noch, die echten Cowboys. Hier in Hamburg. Moin. Jetzt wollte ich beweisen, dass die Hamburger Männer auch mindestens genauso sexy sind wie Boss Holz. Gute Wunder, die man nicht wie sexy Rolfi gleich ist. Ja, Hamburg ist cool und unsere Jungs auch. Ne, Rolfi? Yippie. So, das sind die Hamburger Jungs. Wie lange hat sich für mich keiner mehr ausgezogen? Mama, ich stelle mich auch davor. Ja, wir sind ja auch Howdy. Hi-ha! Howdy. So, und jetzt machen wir Hi-ha! Where are you from? No, please. No, come on. No, don't go away. Please. Warum Alabama? I have a... Was heißt Sendung? Der ist so scheiß cool. Ich glaub's ja überhaupt gar nicht. Ja! Dies ist Toronto und dies ist Montreal. Naja, es ist ja auch so. Nur mal so als Tipp für unsere Boss-Haus-Jungs.
komm ein Hia! Hia! Applaus! Jungs, we're looking forward for the next song. And it's... Hey, Joe! A one, a two, a three. Oh, no, go! All right. Hey, hey, Father Parker. One, two, three, four. That gun in your hand, where you gotta go? Come on, let the people know. Going out shooting my lady. Shooting. You know I caught his old bitch smashing right hammer. No life, come on. That's it. Going out shooting my lady. You know I caught his old bitch smashing right hammer. He shut it down. I got the gun, I shut it. Come on, rush your shooting now, baby. Come on. Wartet. Ja, raus jetzt, oder? Ich muss ihm jetzt die Strumpfhose hochziehen. Brauchst du Hilfe? Nee, nee. Ich werde ja auch zu alt, Kleines. Guck mal, Morning Home für euch. Ja. Guck mal, jetzt.
behalten, weil wir passen nicht alle rein, wenn der nächste Gast jetzt kommt. Ich würde dich auch gerne hier behalten. Willst du gerade was wieder gut machen? Ja, ist zu spät, Sascha. Tschüss, Jungs. Bis später. Jetzt kommt, ach, du bist noch da. Die Jungs sind schon weg. Nicht, dass du die verlierst. Ja, weil er auch das dickste Gerät hat. Das ist natürlich auch immer ein Problem. Da soll man aufpassen. Deswegen sage ich... Ich freue mich. Auf meinen nächsten Gast. Er kommt genau wie der Balder. Kommt der auch aus Köln? Ich komme nicht aus Köln. Der andere kommt eigentlich aus Soest, lebt aber in Köln. Und der Balder lebt ja auch jetzt in Köln. Und kommt aber aus Berlin. Fangen wir halt nochmal an. Halt doch mal die Fresse, Balder. Ich versuche zu moderieren. Ach so. Ja. Du willst mir nur meine Karriere schon ganz am Anfang kaputt machen. Ich bin doch ganz wuschig von den Jungs. Man wird so wuschig, ne? Karriere ist gut. Johann, du bist gleich dran. Und zwar sage ich... Johann, du kannst doch mal gehen. Aber der Balder nervt dir halt rum die ganze Zeit. Die Frau übt noch anmoderieren. Ja. Mein nächster Gast ist genauso toll wie der Balder. Er ist zwar nicht in Berlin geboren wie der Balder, sondern in Soest. Die leben aber mittlerweile beide in Köln. Mann, verdammte Scheiße. Ich freue mich auf Johann König. Sag mal, während du dich unterhältst, könnte ich doch draußen mal ein bisschen feucht durchwischen, oder? Ja, okay. Ich dachte, na? Na? Woher kommst du denn gerade? Ja, von draußen ist es ein bisschen kalt gewesen. Jetzt wieder auf hier, ne? Habt ihr ein Bier für mich? Was möchtest du denn trinken? Auch ein Bier? Ach so, deine nächste Frage. Ich hab schon 17. Wir haben uns mal getroffen, da warst du betrunkener als ich. Aha. Ich erinnere mich ziemlich gut daran und du hast gesagt, ich komme ja von da oben, meine Eltern kommen aus Friesland und ich heiße Johann, weil meine Mutter hat mir immer vorgesungen, ich wohl wie wenn der Lütjahan. Kleinjahan. Ja. Nicht Lütsch, Klein. In dem Lied von Hannes Wader. Hannes Wader singt das überhaupt nicht. Doch. Das ist von Klaus Groth. Ja, aber ich habe das von Hannes Wader gehört, die Version. Und der singt, ich wohl wie wenn nur Kleinjahan. Ja, weil die das da in der Gegend in Ostfriesland sagen, die Klein. Und wir sagen natürlich Lütt. Ja, meine Mutter ist aus Norddeich und mein Onkel wohnte auch noch. Mein Großcousin verkauft Fischbrötchen auf Jüst und wir sind der so Norddeutsch bist Galt du. Heißt er, ist der auf Jüst der große Fischbrötchenverkäufer. Ich war Ostern auf Jüst, da hat es geschneit und nach 38 Jahren zum ersten Mal, ich dachte, alles besser als Bayern. Ich bin so gerne hier. Könntest du denn, obwohl wie wir noch Kleinjahan auch singen, so ein bisschen ansingen? Ansingen. Das wolltest du nämlich eigentlich mit mir heute singen. Dann hat die Redaktion mit dir gesprochen und auf einmal kanntest du das Lied nicht mehr. Nein, das mich war zu nicht ruhig. Mehr, die Sendung nicht das mehr. Das Lied war zu ruhig für diese Trinksendung. Ach so, das haben die gesagt. Aber wenn wir jetzt so ein bisschen, wohl wie wenn noch klingt. Willst du ein bisschen tiefer oder so? Wie wäre denn deine Tonart? So wie ich gerade gesungen habe. Ist das deine Tonart? Es hat mal jemand gesagt, ich könnte gut schlecht singen. Würdest du gerne besser singen können? Nein, das wäre ja nicht so lustig vielleicht. Ach so, ja. Ich singe aber ja so, wie ich kann. Einfach schön. Ja, das kann sein. Kriegen andere goldene Platten für, wenn es schön ist. Darum musst du mitsingen. Sagst du die Tonart wie? Wohl wie wär noch kleine Hand. Doch wär die Welt so groß. Wie Satan auf der Stange Hand. Gleis noch wie nobles Sohn. An Haven stünd die stille Mond. Wie Satan aus der Leif. Vertell das, wo die Himmel hoch. Mhm. Und wo die Sohn wohl dein. Genau. Das sehr hat gut. Dir. Ja.
Also ich habe das Plattdeutsch nie gelernt zu sprechen. Meine Mutter hat das immer gesprochen, ich verstehe es also, aber ich konnte es nie sprechen. Aber ich habe das immer gemacht. Aber ich wäre doch eine Bombenschwiegertochter für deine Mutter und deine Familie, auf jeden oder Fall, nicht? Ja. Ja, für dich schon, aber für ihn nicht. Ja, das wäre wahrscheinlich das Problem, aber wir könnten ja auch nur so tun. Balder, du machst nicht jetzt. Jetzt kaut er auf, ne? Kann ich dafür einen witzig haben, bitte? Witzig, danke. Und damit kann ich noch ein Bier haben, bitte? Danke. Diese Handwärmer sind schön hier. Kinders, wenn ihr Johann König gern was fragen wollt, genauso wie beim Balder, ihr habt schon Bierdeckel selbstständig gehandelt. Oh. Mein handverlesenes Publikum hat schon selbstständig Bierdeckel ausgefüllt. Ich hab hier auch noch ein paar Fragen. Ja, das sind deine, die machen wir dann später nochmal für dich. Ich hab dir auch ein Gedicht mitgebracht. Oder möchtest du, ein Gedicht? Also ich hab ein Gedicht mitgebracht, habe ich heute geschrieben, ganz frisch, habe ich es noch nie öffentlich vorgetragen. Hm. Das Gedicht heißt Augen auf beim Essenskauf. Der Eskimo ist böse auf seine Eskimöse. Obwohl er. Oder? Passt doch. Ja, schön. Obwohl er wirklich ganz gewiss der allerbeste Fischer ist, geht sie in ein Lädchen und kauft Fisch als Stäbchen. Im Iglu Fisch von Iglo essen, hielt er nicht für angemessen. Er konnte Fischstäbchen nicht leiden, sie fand es fies, Fisch auszuweiden. Doch wie es im Leben nun so ist, sie fanden einen Kompromiss und ließen sich scheiden. So geht's, finde ich. Und statt der Eskimöse hat er heute eine Friseuse, die ihm sowohl die Haare pflegt, als auch seinen Fisch zerlegt. Da sieht man mal, wie es läuft, wenn man das Falsche kauft. Und Notizheftchen, hast du das eigentlich bei? Ja, hier. Ist das? Also das ist auch gleich das Notizheft. Ja, was? Was machst du denn damit, wenn es voll ist? Ich darf das anfassen. Du darfst es auch mal anfassen. Ich dachte, das dürfte nie jemand anfassen. Oh, das Notizheft von Johann König. Das ist ziemlich voll. Ist das ranzig? Komm mal bitte. Hast du da auch schon mal reingeweint? Guck mal, das ist doch schon. Auf jeden Fall. Oder rein. Also eigentlich kommen die Skizzen in. Die Skizzen kommen eigentlich in ein Notizheft und das ist eigentlich das, wo die sauberen Sachen dann reinkommen. Und was machst du, wenn dieses Heftchen voll ist und du es weglegst, ne? Mhm. Versteigern irgendwie für einen guten Zweck? Das behalte ich erstmal und dann vielleicht. Wenn du sehr berühmt bist und ich mit dem Mikro durch Hamburg laufe und sage, kennen Sie Johann König? Mhm. Und wenn dann alle sagen, ja, dann kriegst du richtig viel Geld dafür. So zum Beispiel. Ja. Mhm. Du, jetzt singen wir. Oh ja. Ja? Ja. Setzen wir uns mit dem Morsi oben rauf? Mit dem Morsi? Ja, musste der Balder auch schon durch. Jo. Jetzt würden wir dir den Rücken ein bisschen zudrehen. Willst du sonst mit raufkommen? Nee, danke, lass mal. Ich gucke euch gerne von unten an. Nicht jetzt so, geh mal weg hier. Ich habe was gemacht für dich. Oh, was denn? Und zwar habe ich gelesen, dass du total toll findest, wenn du Akkordeonspieler hörst und dass du immer weinen musst, weil du bist ja großer Element of Crime-Fan. Das stimmt. Ich ja auch, ich bin allerdings der größere Fan als du. Das glaube ich nicht. Aber doch, glaube ich aber für dich mit. Ist so. Ich habe dann überlegt, was könnte man machen? Und dann habe ich dir extra eine Akkordeonspielerin, und zwar die Natascha, die steht dann nämlich schon in den Startlöchern. Natascha, kommst du mal rüber? Guck mal, ich habe gedacht, eine Frau und ein Akkordeon. Dein Applaus, Natascha. Ich bin ein bisschen gerührt. Ja, toll. Das wollte ich sehen. Ja, weil du ja gesagt hast, du kriegst feuchte Augen und musst dann weinen. Ja. Jetzt würde ich mal gerne beobachten. Wir machen eigentlich auf der Reeperbahn jetzt, ne? Genau. Aber du hast es umgeschrieben. Ich habe das Lied umgeschrieben. Es geht um eine andere Sache, die es in Hamburg gar nicht gibt. Es ist eigentlich das Hamburger Lied adaptiert auf Köln. Also es geht um eine Sache, die es in Köln gibt. Und ihr werdet es aber verstehen und ihr könnt auch mitziehen. Natascha, ich freue mich. Und wir gucken mal, ob seine Augen gleich auch so leuchten wie deine jetzt schon, Natascha. Guck mal, der hat tolle Augen. Ja, sehr schön. Und Action. Zugekifft und angetrunken, torkel ich aus der Kneipe raus. Mein Kumpel, dem hab ich noch gewunken, doch ich gehe noch nicht nach Haus. Langsam bummel ich ganz alleine die Schildergasse zum Dom
genau, wo ist das? Straße in Köln treffe ich dann eine blonde, recht feine, die gabel ich mir auf. Komm doch, liebe Kleine, sei die Meine, sag nicht nein, du sollst bis morgen früh um 9 meine Farbe kleineren sein. Ist es dir recht, na dann fahren wir durchs Rad bis um 10. Hack dich unter, wir wollen zusammen zur Haltestelle gehen. In der Straßenbahn nachts um 12:30. Am nächsten Tage stumm in meinem Bett erwache, höre ich mich, wie ich zu mir sage, dass ich sowas nie wieder mache. Doch am Abend sitz ich wieder hier in meiner Kneipe und denk nicht dran. Und nach dem 27. Bier spreche ich wieder eine an. Komm doch, liebe Kleine, sei die Meine, sag mir jetzt nichts, du sollst bis morgen früh um 9 meine Farbe gleich drin sein. Ist es dir recht, na dann fahren wir durch sogar bis um 10. Straßenbahn nachts um 12:30, wer noch niemals in eiskalter Nacht mit Christine hier rumgeschunkelt hat. Sabine, ach, Entschuldigung, sein armer Mich, denn er kann nicht zuhören in der Straßenbahn nachts um 12:30. Bierdeckeln? Ja. Kann mir jemand die Bierdeckel bringen? Ich sitze hier zwischen diesen beiden hübschen Männern und komme hier gar nicht raus. Genau. Ich kann sie auch holen. Oder irgendjemand bringt sie mir. Ja, sehr gut, Sabinchen, danke. Toll. Das aber hier, guck mal. Aber also, jeder nur Hugo eine Frage, Egon, das sind jetzt aber mehr als bei dir. Ja, ich bin ja auch älter. Ach, aber da hättest doch bei dir mehr Fragen. Nee, die meisten haben alles schon vergessen bei mir. Gibst du mir deine Nyan-Nyan-Worte? Hast du sie alle beantwortet? Aber keine Fragen zu Tutti Frutti. Nein, die hatten wir schon. Hatten wir schon. Wer hat das Hemd gebügelt? Dieses Hemd? Guck mal. Das war eine tolle Frage jetzt. Was soll das? Ist das eine Anspielung? Also ich trete selten in gebügelten Hemden auf und das ist für mich gebügelt. Für dich nicht? Doch, das ist, glaube ich... Nein, nicht Mama. Nein, die wollen wirklich wissen, von wem. Von der Reinigungsfrau. Oh, da sagen wir erstmal Buh, die arme Reinigungsfrau, Diskriminierung. Ich habe das Hemd zur Reinigung gebracht und kriege das gebügelt wieder. Ach so, ich dachte, du hättest eine Putzfrau, die Nein, du dafür bezahlst. Nein, die Frau bei der Reinigung. Aber du hast doch eine Freundin. Ja, aber die bügelt, wir haben ja kein Bügeleisen. Ehrlich? Nee. Also wir haben, sie bügelt nicht. Stehst du auch auf Jungs? Wer hat das gefragt? Also ich bin ja
ganz am Anfang in einem rosa Hemd aufgetreten. Und da kam ganz oft die Frage, ja, der ist auf jeden Fall schwul. Und irgendwann habe ich das Hemd dann abgelegt und dann haben die es immer noch vermutet. Und es war aber nie so. Aber ich musste das Hemd ablegen. Die Agentur hat gesagt, Johann, wir können das nicht mehr beantworten, diese Frage. Und man muss das auch anders vermarkten, wenn du schwul bist. Also leg das Hemd ab. Klar, wenn man in Köln mit einem rosa Hemd auftritt. Ja, auch wenn du ohne rosa Hemd auftritt. Genau. Schläfst du eigentlich nackt? Was sind denn das für Fragen? Guck mal, das ist immer am Schluss. Da haben sie alle einen getrunken und dann kommen so. Schläfst du eigentlich nein, nackt? Nein, nein, nein. Bei mir waren die Fragen noch intellektuell. Ja. Trägst du eigentlich Boxershorts hinter nein. deinem Tonempfangsgerät? Was? Nein. Also. Ich lehne du die Frage auch, generell ab. Du würdest auch sagen, das heißt Tonempfangsgerät. Ja. Die meinen das dick nach hinten, ja? Ich dachte, weißt du, ich habe Gerät und dann denke ich sofort, trägst du eigentlich Boxershorts? Trägst du eigentlich ein Gerät unter deinen Boxershorts? Dein, also trägst du nicht? Nein, nein. Du bist was für ein Träger? Ich, Gerätträger. Also links oder rechts? Ja, dann haben wir alles weg. Dann ist jetzt alles links. Auch. Links. Und du, Hugo Egon, trägst du noch? Ich denke nicht mehr drüber nach. Der ist schon so reingefräst. Wahrscheinlich. Nee, ich habe, ist egal. Doch, sag. Nein, ich sag nichts mehr. Ich sag hier nichts mehr ohne meinen Anwalt. Findest du auch, dass Sex allgemein überschätzt wird? Also ich rede sehr ungern über Sex, aber also Sex auf der Bühne finde ich langweilig, also darüber zu reden. Aber ich habe immer wieder auch Sex im Programm drin, also subtilen Sex. Und ich lerne immer wieder auch Frauen kennen, die ganz viel über Sex reden. Aber ich rede ungern über Sex. Aber Sex ist auf jeden Fall eher überschätzt als unter. Also. Ja, ist gut. wie findest du Mario Barth? Fragezeichen, eifersüchtig, Fragezeichen. Eifersüchtig? Also Mario Barth ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wahrscheinlich ein lieber Kollege, den natürlich, du sehr schätzt. Einer der besten Kollegen. Findest du auch. Natürlich. Und man hört nur tolle Sachen haben wir das über auch ihn. Gehabt. Und ich möchte nie im Olympiastadion auftreten. Ehrlich nicht? Ist das nicht dein, wäre das nicht dein Ziel? Der ist zu klein. Das kann nicht Ziel sein. Ja, ich meine, wer 3 Millionen schon popelig findet, ja. Der braucht was Größeres als natürlich. Das Olympiastadion. Nicht? Also Kölner Arena muss schon sein. Ist doch ich weiß. Ach so, das war wieder ein Witz. Können wir einen Witz haben? Nein, nicht doch. Das ist doch jetzt egal, mach doch mal weiter. Warum trägst du immer so ein komisches Hemd? Das war weil es gebügelt ist. Mach weiter. Die hatte auch gerade. Hättest du auch gerne eine eigene TV-Sendung? Nö. Du? Ich auch nicht. Ich hätte gerne noch ein Bier, aber sonst. Ja, Frau Müller, können wir noch ein Bier haben? Bist du Öko? Was willst du? Ja und nein. Oder was soll das? Also bist du Öko? Was wählst du? Ich hab verstanden, was willst du? Was willst du? Was willst du eigentlich? Wer sind sie überhaupt? Also meine Mutter hat in Soest den allerersten Naturkostladen. Und darum habe ich da auf jeden Fall einiges mitgekriegt. Und ich weiß, wie man Körner in Tüten füllt und habe das früher gemacht und... Und kenne mich da aus und gehe auch in den Naturkostladen, na klar. Und wählst? Und wähle dementsprechend die FDP. Ja, das ist gut. Wie würdest du dein Kind Kindea nennen? Du hast, hast du nicht diese Kevin-Nummer immer da im... Mein Bruder heißt Horst Kevin. So war's. Das finde ich schön, Horst Kevin, finde ich schön. Ja, Horst Kevin König und... Und wäre das eine Option für ein eigenes Kind? Für ein eigenes Kind, dann Horst. Dann. Horst. Horst ist ein sehr schöner Name. Nee, dann Kevin Horst. Meine Frau ist ja Türkin, ich wollte ja meinen Sohn Hans Achmed nennen, mit Bindestrich. Hat auch nicht geklappt. Ja. Horst ist oder Klaus Kemal. Wäre auch schön. Da kann man dann mal rufen, Klaus Kemal Bier holen. Was war eigentlich immer schlimmer, Hugo oder Egon? Der Name Hugo Egon ist doch... Der ist schön.
Ja, aber eigentlich heißt du ja Egon Hugo. Ja. Du hast selbstständig umgedreht, ne? Nein, die Plattenfirma, die hat gedacht, ich verkaufe mir Platten. Und kann man aber ja nie mehr beweisen, ob es denn so ist. Ich habe auch viel verkauft damals. Mein Auto, meine Stereoanlage. Sind das noch so Reste von früher, die Gags? Ich finde das schön, dass ich die ganzen alten Gags hier anbringe. Die haben es nie bis Hamburg hochgeschafft, du. Deswegen kennen wir die noch nicht. Wie lebt es sich als Hetero in Köln, hatten wir eigentlich schon, ne? Ja, Jürgen Becker hat mal gesagt, schwul in New York ist schon schlimm, aber heterosexuell in Köln ist die Hölle. Ich habe das gemerkt, was mich so belastet hat, als ich mal 2 Wochen lang am Stück in Köln war, weil wir da gespielt haben. Kannst du nackt auf der Straße rumlaufen, fess dich keiner an. Jeder Mann guckt dir nur auf die Schuhe und das ist so deprimierend nach 2 Wochen. Natürlich. Ich hatte richtig das Gefühl, mein Busen wird kleiner, weil keiner mehr drauf guckt. Und das schon nach 2 Wochen. Feiert ihr eigentlich Karneval? Also mit, meint die wahrscheinlich, ne? Wir? Also wir beide. Ja, gehst du zum Karneval? Ja, auf jeden Fall. Ich mag das. Dingens Straßenkarneval. Ob du magst, dann die Buren. Lange Bommel, dicke Bummel, fette Buren. So ähnlich. So was singt so man da. So ähnlich, immer. Da singt man da. Und da geht ihr auch hin? Ja, ich gehe da hin, verkleide mich und dann erkenne ich mich. Als warst du so die letzten Jahre? Immer das Gleiche. Immer so eine komische Pelzjacke und ich bin dann immer weg. Karneval. Ich bin weg. Wo bist du denn? Letztes Jahr war ich auf Martinique. Das ist die kleine Schwarze aus der Buchhaltung. Und wieder einen angebracht. Ich mag ja alte Witze. Ja? Ja, man vergisst die zwischendurch und dann hört man den wieder. Und manchmal lacht man auch nur, weil man sich erinnert, wie man früher mal drüber gelacht hat. Aber den kanntest du noch nicht. Nee, den kanntest du nicht. Von ihm schon. Ja, also. Ja. Doch. Was sagst du den Groupies, die ein Kind von dir wollen? Gerne, aber... Später vielleicht. Im Winter, alles im aber. Winter. Magst du Hugo? Ich komm bald. Applaus! Wie warst du früher in der Schule? I-N-N-E-R. Wie war, so sind sie, die Hamburger. Wie warst du früher in der Schule? Du wolltest ja ernst antworten. Ne? Die Ernsten sind ja meistens nicht lustig. Ich war sehr, sehr schüchtern. Ich habe immer hinten gesessen, habe mich selten gemeldet, habe nie Referate gehalten, habe kaum was gesagt. Ich war total verklemmt teilweise. Ich mag ernste Antworten. Ja. Das muss bei mir nicht immer versaut sein. Zwischendurch ist ganz schön. Da sind sie noch drin, die Dritten. Kennst du das? Da hast du gerade das Glas dran gehauen. Kennst du das nicht? Alles. Das musst du mal machen, wenn du in so einer feinen Gesellschaft bist, wo alles ruhig ist. Und dann musst du mal so ganz kurz so einfach nur so psch, Ruhe. Einfach nur so. Ja, so kann ich das nicht, wenn sie vorher schon lachen. Wir müssen mal ganz ruhig sein. Und dann ist so eine feine Gesellschaft und dann machst du... Oh, verzeih, Entschuldigung. Es ist furchtbar. Funktioniert immer. Oh mein Gott. Scheiß Zahnarzt. Wie findest du die Hamburger Derns? Geil. Okay, lassen wir aber mal so stehen. Und wer bist du überhaupt? Jetzt kannst du ganz ernst. Das ist die antworten. Letzte Frage. Wer bist du überhaupt? Ja. Naja. Frau Müller, machst du mir noch ein Bier? Ja, wer ich eigentlich bin, ist ganz schwer. Also, das würde zu die Sendung sprengen, glaube ich. Das würde die Kneipe sprengen. Den Rahmen sprengen. Au, oh, was kommt jetzt? Kinder, okay. Das kannst du doch vorher, kannst doch vorher fragen. Das ist jetzt keine Zeit mehr. Martini dry mit knapper Gebrüll. Eine Blondine, die mich sieht weg. Soll ich mir noch einen bestellen? Ich glaube, ich tu's lieber nicht, denn morgen früh steh ich wieder Gewehr bei Fuß als arbeitsloser Bluesman in New Orleans. Doch die lassen mich nicht, der schwärzeste Blues ist in der Mittelschicht, in Mitteleuropa, in der Mitte.
Jung, wer würde ich dir jetzt hinten reinpacken und den Kopf hochziehen? Geht aber nicht. Fieber und Eichhorn. Hallo, Bing. Ja. Eichhorn, ich habe mich so gefreut, dass wir euch überhaupt engagieren konnten für den Abend heute, dass ihr Zeit hattet. Ihr seid ja so beliebt, so erfolgreich. Ja. Und du hast, ich muss mal mein Bier holen. Und du hast ja auch gesagt, nein, ich will das nicht mit dem Bierdeckel fragen und sowas mache ich nicht mit. Und, das wollte ich nicht eingehen, das Risiko. Deswegen habe ich meine Fragen selber mitgebracht und habe die hier. Wo ist das? Ist hier, oh. Hier geht's los. Und ich dachte, du stellst die Fragen und ich gebe dann. Ja, okay. Hast du richtig mit der Hand geschrieben, oder was? Toll. Okay, ihr habt 1999 den Deutschen Kleinkunstpreis erhalten, 2006 als bisher einziger Deutscher den österreichischen Kabarettpreis. Kabarettpreis. Ja, genau. ihr spielt überall, seid das ganze Jahr über auf Tournee. Von euren 7 Programmen sind zurzeit 5 auf eurem Spielplan. Ihr spielt sogar parallel. Der absolute Wahnsinn. Wahnsinn, genau. Ihr habt eine treue Fangemeinde, jeder kennt euch, jeder liebt euch. Wo kann man eure CDs kaufen? Gute Frage, auch gut vorgetragen. Das Schöne daran ist, die Antwort ist sehr kurz, eigentlich überall. Ja, und das habe ich mir gedacht, weißt du? Schon beim Lesen habe ich mir das gedacht. Hast du nicht ein Lieblingslied im Programm? Ja, Maulende Rentner. Das gibt's nicht. Das ist auch mein Lieblingslied. Tatsächlich, ja. Das ist dein Lieblingslied. Komm, gib mir 5. Sowas aber, sowas aber auch. Und weißt du, was wir gemacht haben? Du glaubst es nicht. Wir sind durch Hamburg gelaufen. Und was haben wir da gefilmt? Habt ihr einen Film gemacht über maulende Rentner? So, das ist kommt, ja der Hammer. Ja, jetzt kommst dann du. Dann gucken wir uns den noch mal da an. Da gucken wir rein. Wo? Maulende Rentner, Hamburg, da. Aber junge Frau, tut das Not? Entschuldigung, darf ich Sie kurz was fragen? Schade. Gibt es irgendwas, worüber Sie sich so richtig aufregen? Na, aufregend. Ja, im Moment über das schlechte Wetter. Die Betriebskostenabrechnung. Politik, ja. Ja, ja, da reg ich mich auf. Ach, ich reg mich überhaupt nicht mehr auf. Ja, ich will die D-Mark wieder haben. Ist schon schlechter seitdem, ne? Und ob. Ist so, ja. Aber die machen ja, was sie wollen. Die machen, was sie wollen. So wie heute Morgen habe ich das gehört, da mit diesen, da was ich da wieder nach. Was? Wissen wir jetzt auch nicht so genau, aber ich irgendwas weiß, war heute Morgen weiß, wieder. Ich weiß, was ich da mache. Die 14-Jährigen. Das alles senden hier, was nö, wir aber sagen, vielleicht ein, zwei Sätze oder ja, so. Ja, aber ich habe mal die das Wetter. Die Krankenkassen habt ihr auf dem Kicker im Moment, ne? Ja. Sind die Zwillinge? Ja. Oh, regen Sie sich dann doppelt auf? Ja, sicher. Schöner Frühlingstag in Hamburg, die Sonne scheint, das finden wir toll, ne? Na ja. Wenn du im hintersten Dschungel von Malaysia 10.000 Meilen entfernt von zu Haus, wenn dich am Ende der Welt eine Sehnsucht befällt, du hältst das Fremdsein in der Fremde nicht mehr aus. Wenn du durch die Schluchten von Yokohama irrst, verängstigt, verstört und verklemmt, so einsam bist du nie gewesen unter all diesen Chinesen, verlassen, verloren und fremd. Da hilft kein Sauerkraut, kein Bier, auch kein Dreier BMW. Junge, dann hast du wirklich Heimweh. Heimweh, Heimweh, ich will zurück nach Berlin. Doch plötzlich steht da im hintersten Winkel der Welt ein Ehepaar, gekleidet Ton in Ton. Er mit Mütze und sie mit einem Poloshirt von Benetton. Der liebe Gott hat sie für dich dorthin gestellt. Maulende Rentner, du weißt wieder Bescheid. Maulende Rentner finden dich weltweit. Maulende Rentner holen dich aus dem Heimweh, Schlamassel wieder rein. Gruß von zu Hause.
stellt sich, ihre Kinder sind zu laut. Und sowieso, wohin man schaut, wächst hier nur Unkraut. Die Brötchen sind von gestern, unsere Rentner bringen alle 7 Stück tatsächlich in die Bäckerei zurück. Yippie, die Klos sind nicht geputzt und sie haben gesehen, wer denn einmal Handschuh zweimal benutzt. Im Hotel Sacher gucken die Ober fasziniert, wenn ihnen deutsche Pensionisten erklären, wie man serviert. Wir haben's ihnen schon mal gesagt. Ihre Kinder sind zu laut und sie haben gesehen, dass der Mongole seinen Hund haut. Und die Engländer haben die Liegestühle wieder okkupiert. Da waren wir heute Morgen alle mit unseren Handtüchern reserviert. Maulende Rentner. Der gute alte deutsche Klang. Maulende Rentner. Lästern stundenlang. Maulende Rentner. Know-how. Maulende Rentner. Da gibt's auch mal ein Donnerwetter.